Was war das für ein peinliches Schauspiel, eine Rolle rückwärts der Bundeskanzlerin, aber leider eben nur inhaltlich. Der Fehler liegt aber in der Struktur und deswegen werde ich ihr nicht verzeihen. Wie ist sie da aufgetreten? Ja, sie habe einen Fehler gemacht und es sei alleine ihre Verantwortung, dass sie da letztendlich diesen grünen Donnerstag und den Karsamstag zu absoluten Ruhetagen, ergo komplettes Ausgehverbot, komplettes Wirtschaftsverbot deklarieren wollte. Aber der Fehler liegt doch ganz woanders. Der Fehler liegt darin, dass sie Sitzungen macht, die stundenlang sind, die bis tief in die Nacht gehen, die unabgestimmt mit dem Parlament und mit den Parlamenten stattfinden und dass sie in solchen Exekutivrunden sich über die hinwegsetzt, die es eigentlich laut unserem Grundgesetz zu entscheiden hätten. Und das ist nämlich das Parlament, das ist die Legislative. Und das ist auch aus gutem Grund so, weil in der Legislative eben bei uns zum Beispiel jetzt im Bundestag 709 Abgeordnete sitzen, die gemeinsam über diese Maßnahmen, über Sinnhaftigkeit und Sinnlosigkeit nachdenken können. Und die wären schon auf die Idee gekommen, selbst einer in den Koalitionsfraktionen, das traue ich ihnen zu, die wären auf die Idee gekommen zu sagen, Mensch, das hat aber Folgeprobleme, mach so einen Blödsinn nicht. Nein, stattdessen setzt sich unsere Gottkanzlerin komplett über ihr Volk hinweg, komplett über die Legislative hinweg und macht mit irgendwelchen Ministerpräsidenten irgendetwas aus. Sie nimmt uns die Freiheit immer mehr in Zusammenarbeit mit den Ministerpräsidenten. Und hier muss ich auch nochmal Armin Laschet zitieren, der sehr deutlich, ich glaube, es war in der Welt gesagt hat, als es um die Umfrageergebnisse für die CDU ging, fast schon hilflos hat er das ja gesagt. Ihr Mensch, achtet nicht nur auf die CDU, diese Maßnahmen sind mit allen Landesregierungen beschlossen und da sind eben nicht nur die CDU, CSU, sondern auch SPD, Grüne, FDP und Linke drin. Also insofern tragen im Prinzip alle außer der AfD, alle außer der AfD Verantwortung für diese Lockdown-Politik und für diese Freiheitsberaubung. Und ich nehme das persönlich als Stolz. Ich bin stolz, dass wir als AfD uns nie haben hineinziehen lassen in solche Politik der Altparteien, dass wir für die Rechte stehen, für die Grundrechte, für die Freiheit, für Rechtsstaatlichkeit und Demokratie und dass wir das auch unumstößlich hier im Bundestag immer verteidigen, auch wenn wir mit dieser Position in der Minderheit sind, auch wenn sich die anderen nicht für Demokratie und für Rechtsstaatlichkeit und für Freiheitsrechte interessieren. Es ist wichtig, dass wir da sind und dass wir dagegen stehen und das haben wir immer, glaube ich, auch sehr deutlich gemacht. Wir werden auch weiterstehen gegen eine Impfpflicht, wir werden weiterstehen gegen Reiseverbote, das ist ja schon das nächste Verbot, das Merkel plant, dass am besten keiner mehr ausreisen darf, also die DDR lässt wirklich grüßen. Da fehlen einem die Worte. Also vor 3 Jahren, wenn man das jemandem erzählt hätte, dass wir 2021 über Ausreiseverbote diskutieren, der hätte sich an den Kopf gefasst und gesagt, das gibt's nicht. Doch, das gibt's. Das gibt's mit Angela Merkel, mit dieser SED-sozialisierten Kanzlerin aus der DDR, die es nicht anders kannte. Sie war ja immer auch selbst eine der Privilegierten, die reisen durfte. Und insofern ist es ganz grauenhaft, auf welchem Weg wir uns hier befinden. Sie haben es jetzt ja damit gelöst, dass sie im Prinzip jedem Testpflichten aufbürden mit hohen Kosten, dass sich gar keiner schon mehr in den Urlaub zu fahren traut. Das ist einfach nur Freiheitseinschränkung. Und die Begründung ist ja immer wieder die gleiche. Also das ist eine diffuse Angst vor einem Virus. Dieser ganze Maskenpflichtkram ist ja die Aussage, dass wir angeblich alle schon ansteckend wären, während wir noch gar keine Symptome haben. Deswegen müsse man uns also quasi alle hinter diese Masken verbannen und hinter Testpflichten und so weiter und so fort. Liebe Leute, das kann man glauben, das kann man auch nicht glauben. Wir glauben an die Demokratie und an die Freiheit und wer an die Demokratie und an die Freiheit wirklich glaubt, der weiß in seinem Herzen, dass das, was Angela Merkel hier macht, grundfalsch ist, dass es unser gesamtes Staatswesen in Frage stellt und dass es nichts anderes ist als ein Putsch von oben gegen diese demokratisch-freiheitliche Grundordnung, die wir als AfD verteidigen.